Stadion Vlog. Heute Hertha gegen Mainz. Ja, der BSC Traditionsverein. Heute bin ich mit 3 Kindern unterwegs. Das ist ein Familienstadion Vlog. Das wird ja die Hölle. Schimpfst du ihn? Hm? Ja. Der arme Junge wird zum Hertha-Fan erzogen. Der wird in seiner Zukunft nicht viel zu lachen haben. Er ist auf der Suche nach dem Scheißhaufen, den Trüffelschwein, um da richtig schön reinzuspringen. Jetzt habe ich mir eine Jindawi Boy geholt. Gesneakt. Lecker Schmecker für Spaßentdecker. Amy hat eben schon gesagt, dafür hat sie ihr Geld ausgegeben. Der Mund ist voller Schokolade. Das ist keine Schokolade. Das ist ja das Problem, ne? Ja. Jetzt probiere ich die mal. Von unserem Hertha Superstar. Ein Obst ist teuer. Aber keine 7,50. Nada. Das sind 30 Pfandflaschen. In was für einer Welt lebst du? Ich hab gedacht, du hast früher mal Pfandflaschen gesammelt nach dem Training, wenn deine Kollegen draußen waren. 30 Pfandflaschen, hättest du deine 30 ergaunerten Pfandflaschen dafür ausgegeben? Mit Berliner Pass vielleicht ein Rabatt, aber zapp, zarab. Für den einen ist das nur eine Glasflasche, für mich sind es 8 Cent. So, was sagt ihr? Wie wird heute Hertha spielen? 3-1 gewinnt. Und Zoe, was sagst du? Das Gleiche. Das Gleiche? Sag mal, Herr Tinio, sag mal hallo, Herr Tinio. Ja. Wieder irgendwelche Schilder mit Trikotwünschen. Oh Mann, Alter. Bald sind wir hier wie bei der BWE. Alle haben ein Schild dabei. John C. Mein Tipp für heute, mein Wunsch für heute ist ein 2-0. Ob es wirklich passiert, glaube ich nicht. Ich hoffe es, Mann, nur Meter. Die haben 4 Spiele in Folge gewonnen. Halbe Stunde bis Anpfiff. Die rennen, sich warm zu machen. Und er friert, aber bewegt sich auch nicht. Warum läufst du denn nicht? Kalt. Auf die Schultern, aber das ist auch kalt. Und mir ist so kalt, dass ich mein Nasenwasser als Stäbchen zum Essen verwenden kann. Das wird, glaube ich, für ihn kein... Es ist nicht das erste Mal, dass er ins Stadion geht, weil heute wird, glaube ich, der Tag, wo er nie wieder ins Stadion gehen möchte, wenn draußen keine 15 Grad plus sind. Tor unsere Nummer 1, Oliver! Die 21, der Kapitän, Marvin! Die 23, Marco! Die 24, Klassik! Wieder irgendeine Pisse geprüft.
kein Mensch weiß, was gerade gespielt wird. Jetzt nach 30 Sekunden wird geprüft, Strafstoß. Aber warum? Hat sich nirgendwo jemand beschwert? Handspiel-Fragezeichen? Das ist ja wie ein neuen Live-Rätsel hier. Immerhin sind die Hertha und Mainz-Fans sich einig mit scheiß DFB. Jetzt überprüft er den Scheiß am Bildschirm. Schon wieder ein Schmutz-Elfmeter, wenn das einer ist. Elfmeter für Hertha und wird einfach nur noch scheiß DFB gerufen von der Ostkurve. Zwillinge. 30 Minuten rum, 15 Minuten war härter. Viel besser als die letzten. Die 15 Minuten jetzt und danach ist nichts mehr passiert. Aber Marco Richter wird immer mehr zum weißen Brasilianer. Ist der Deutsche Moff gefallen? Brasilianer wieder. Guck, da ist er. Jetzt eine Ecke rausholen. Jawoll! Halbzeitfazit, was sagst du? Und wie ist das Spiel? Gut, super Spiel. Denkt man, Hertha ist eigentlich Real Madrid, weil sie so gut sind? Ja. Das wollte ich hören. Halbzeit im Olympiastadion. 1-0 Hertha. Er hat ein Tor, genau. Und die ersten 15 Minuten, Alter, ich habe gedacht, da spielt Real Madrid gegen Mainz. Aber dann die nächste halbe Stunde, dann habe ich wieder gemerkt, okay, das ist doch Hertha BSC. Da hat Real Madrid keine Hertha-Trikots übergeworfen. Wir machen hier gerade ein Warm-up, weil es so kalt ist im Stadion. Und hier draußen scheint wenigstens die Sonne. Ihr könnt euch auch einhaken und dann hier kommt Hertha, scheißt euch in die Hosen. Oder für die Farben, die wir tragen, da hüpfen wir auch alle. Was macht? Hakt euch ein. Für die Farben, die wir tragen. Blau, weiß. Weil es so kalt ist, stehen die Leute da alle auf dem Gitter und riecht wie ranzige Pommes. Danach haben sie alle bessere Chancen bei einem Job bei Burger King. Ist das ein Standard Mainz Auswärtsfahrt Kontingent? Oder sind das heute auffällig wenig? Wenn ihr euch fragt, ob das normal ist, dass der oben, da drüben alles leer ist. Ja klar, ja klar. Kann jetzt ein Tor dienen? Ja? Okay. Ja! Oh. Dean, du hast fast predicted. Du bist fast gut wie ich. Mein Co-Kommentator. Hallo Dean. Was sagst du zum Spiel gerade? Sag was, sag was. Anfang der Saison zu uns wechseln. Ja. 60. Minute, 1-1. In der zweiten Halbzeit macht Hertha schon wieder gar nichts. Spielt ein ganz anderes Spiel als in der ersten Halbzeit. Ja.
schießen noch ein Tor, Hertha? Ich hoffe es. Ich glaube nicht. Ich glaube, Mainz macht noch ein Tor. Leider. Können die auch mal wieder was machen, Alter? Das ist doch zum Kotzen, ey. Oh, oh. Oh Gott. Schaut, wollte eigentlich mal zu Hertha am Anfang der Saison. Da sieht man, dass Mainz attraktiver geworden ist als Hertha, ey. Glaubst du, dass Hertha noch ein Tor macht? Da ist die! Oh. Ja, 50 Meter vorbei, also so eine solche Chance war es nicht. Jetzt bin ich hier im Familienblock und kann mich nicht benehmen wie ein Assi, wie sonst. Ich hab mal ein Bier getrunken. Hä? Ist Hertha noch ein Tor? Nee? Okay, sie ist realistisch. 41.000. Das, obwohl zwei Tickets kaufen war und eins umsonst. Das ist ganz schön mager. Ey, da war doch schon wieder Kenny, der Spast, ey. Oh nein! Schon jetzt Zitter um den Punkt hier, ey. 88. Minute. Mainz macht immer Druck und Hertha ist nur hinten drin. Herr Randa lädt jetzt schon mit den Sätzen. Was passiert erst, wenn die noch ein Gegentor bekommen? Reißt du den dann raus? Ja? Okay. Wenn du im Stadion bist, wird Hertha immer unentschieden. Du bist ein Unglücksbringer. Wenn wir mal einen Punkt brauchen, nehme ich dich wieder mit, okay? Gegen Leverkusen warst du da, da hat er unentschieden gespielt. Gegen Freiburg. Freiburg? Heute. Ja. Freiburg. Oh. Das ist 1-1. 1-1, genau. Statement? Es ist besser, als wenn wir verlieren. Abschlussfazit, erste Halbzeit, die ersten 15 Minuten waren richtig stark, danach so ein Hin- und Her-Geplätscher, in der zweiten Halbzeit kam Mainz richtig stark zurück, dann war das unentschieden, auch irgendwie auch glücklich am Ende. Man kann vielleicht sagen, gerechtes Unentschieden, aber... So, er... ist ungeschlagen, hat Nein. noch nie verloren bei einem Hertha-Spiel und sie ist auch ungeschlagen. Aber ihr habt da keinen Sieg gebracht, ihr bringt nur Unentschieden. Nein. Unentschieden, Kinder! Was ist mit mir? Du warst doch schon in der zweiten Liga dabei. Und da gehen wir auch wieder hin, Amy, da gehen wir wieder hin zur zweiten Liga.